Warum bist du nicht in der Schule? Ich gehe ja gleich. Ich will nur schnell Lukas besuchen. Er ist endlich aufgewacht. Es hat heute Nachmittag doch auch noch jetzt Zeit. Mama, bitte. Ich schreibe dir aber keine Entschuldigung. Dann fliege ich eben. Red keinen solchen Mist. Gut. Ich sag dem Lehrer Bescheid, dass ich hier war. Und dann wird er schon verstehen, okay? Hör mal zu. Der Lukas hat diesen Unfall fast nicht überlebt. Versprich mir. Bitte versprich mir, dass du aufpasst, wenn du mit deinem Rad fährst. In meinem Alter müsste ich ja auch schon längst einen Roller haben. Wie soll ich das denn bitte schön anstellen? Und überhaupt, Lukas' Eltern haben viel mehr Geld als ich und der fährt auch noch mit dem Mountainbike. Weil er es cool findet. Okay? Ich muss es tun, weil wir ständig knapp bei Kasse sind. Immer ist es dasselbe. Ich hab Scheiß geredet. Tut mir leid. Wirklich. Ich passe auf, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Okay. Versprochen. Nur unter einer Bedingung. Bei sowas stellt man keine Bedingungen. Räum nicht wieder mein Zimmer auf. Berufskrankheit. Oh. Mama. Sowas musst du dir leider manchmal noch gefallen lassen, ob sie passt oder nicht. Frau Stölzl. Haben Sie Geldprobleme? Warum haben Sie mir etwas gesagt? Ich bettle nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Frau Professor, ich wollte die Medikamente nicht stehlen. Ich wollte sie zurückbringen. Das ist die Wahrheit. Sie müssen mir glauben. Solange ich nicht weiß, was genau passiert ist, werde ich überlegen, welche Konsequenzen ich aus der Sache ziehe. Mama. Kommt alles wieder in Ordnung, ich schwöre es. Max, lass es gut sein. Ich habe schon mit Frau Professor Dr. Lindner gesprochen. Aber du hast doch überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe die Medikamente zurückgebracht, also habe ich ab jetzt damit zu tun. Mama, ich weiß nicht, bitte glaub mir. Ich regel das. Du wirst gar nichts. Hast du mich verstanden? Ich möchte nicht, dass du dir deine Zukunft versaust. Mama, ich... Egal, mit wem du dich da eingelassen hast. Ab jetzt hältst du dich von diesen Menschen fern. Warum lügst du mich so an? Ich muss jetzt gehen. Aber wir reden noch miteinander.